Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video. An meiner Seite ist hier Jennifer, Saro und die Xclina. Hinter der Wasserblende. Und das ganze Team von Cress, also nicht das ganze, aber so ein kleines bisschen vom Team Cress Klassenfahrt. Und ihr seht, hier ist schon eine Pole Dance Stange aufgebaut. Ich habe meine Vlogkamera dabei. Ich kann es euch beweisen. Ach so, hier kann ich euch übrigens mal zeigen, wie kaputt meine Kamera eigentlich ist. Das Problem ist nur, wenn ich sie starte, das kann ich euch jetzt auch mal zeigen. Was wird mir hier angezeigt? Keine Speicherkarte. Ja, moin. Wir drehen jetzt hier gerade noch so ein extra... Vloggen. Ja. Dieses Video hier kommt jetzt vor meinen ganzen krass Klassenfahrt-Vlogs. Macht jemand, als bei mir auch so laut. So. Ja, ups. Du hast auch ungefähr 10-mal geklingelt. Ja, weil diese Klingel ist so, man hat das Gefühl, man drückt nicht rein. Ja. Hallo, ich... Also das kommt jetzt vor den ganzen krass Klassenfahrt... Also ich habe eh nur einen krass Klassenfahrt-Vlog gemacht, aber das kommt jetzt davor online. Hier, wie drin... Ich weiß auch nicht, wie der würde ich sagen, dafür keine Garantie. Ich habe auch das alles andere gelöscht, ne? Ich habe nur den ersten Tag zusammengeschnitten und alles, was ich sonst gefilmt habe. Weil es sonst keinen Sinn gemacht hat, ne? Ja, bei mir so auch nicht. Ach Gott, halt's mal. Hier, das, wir drehen gerade hier so eine Special-Frage. Ihr seht schon, das ist eine Pole-Dance-Stange. Ihr seht auch hier, haben wir ein paar Requisiten, so wie zum Beispiel hier gutes russisches Kochwasser und Geld. Auf jeden Fall regelt das mein neues Auto. Hast du falsch Spiegel? Ja genau, du musst sozusagen, es ist ein bisschen strange, du musst eher rechts vom Spiegel. Also du guckst nicht ganz im Spiegel, sondern damit du nicht vor der Lüge siehst. Ja, wir müssen auf jeden Fall, also es sieht sehr, sehr schattig und kontrolliert. Wie kannst du hier so chillig? Sie macht einfach nicht mit. Wir können auch ruhig noch mehr in die Mitte des Raumes. Ich drehe einfach auf. Okay, dann schon klar. Okay, und set? Und Ruhe bitte und bitte. Und Dankeschön. Danke aus. Danke aus. Tobi, hello. Okay. Soll ich mal drauf? Mach Marie. Kurz einen Boomerang. Achso. Herr Müller sitzt im Hintergrund am Rand und ist Popcorn. Unterbrichst sie damit auch. Mhm. Ja, Frau Kreisfeld spitzt, um ruhig zu sein. Du kannst ja auch mal durchkabeln, ja. Mich ja? Ja, komm mal. Ganz sicher, dass du das. Hast du meinen Vlog umgeworfen? So, Leute, jetzt. Oh, wir ziehen uns jetzt hier um. In unsere sexy Outfits. Ja, aber ich finde mein sexy Outfit nicht. Sag mal. Jetzt wird Lana. Okay. Ich bin Lana Snydops. Ich habe keine zweite Persönlichkeit, die ich hier spiele. Ich spiele mich selbst. Kein Problem. Ist gut so? Weiß ich nicht. Ich will das in der Hintergrund. Der Hintergrund? Ja. Okay, lauf mal schon. Sonny, und bitte. Ja, da bleibt ihr stehen, ja? Ja. Tatsächlich, wenn man Stoff, ihr könnt gerne so tatsächlich richtig hier vorkommen. Wenn ihr hier stehen bleibt, habt ihr noch ein bisschen längeren Weg und dann kannst du noch ein bisschen rausgehen und die, dass die wirklich alle nebeneinander stehen. Aber wie viel muss wissen das? 50. Nur 50? Wir kriegen nichts anderes an, mit keinen Kameras. Set und besser. Ja, okay. Haben wir? So, Leute, also Outfit hat gechanged, wie ihr gerade seht. Ja, Winteroutfits ist da. Zum Glück drehen wir gerade nicht und wir müssen es trotzdem anlassen. Danke dafür an die Regie. Sehr gerne. Wir sitzen jetzt hier und warten auf den Auftritt der Pole-Dancerin. Das sieht bestimmt gleich richtig geil aus. Kann ich die Kamera umdrehen? Nein, super. Essen. 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 Ja, okay, dann komme ich von der Seite und du kümmerst dich um die Finde. Das Kontrast super schön. Und daher ist ja echt Zeit, dass man den Plan versteht. Der Titel ist: Wann hattest du dein erstes Mal? Und da steht bei mir so 13 als Thumbnail, ne?
Tja, Jenny. Also mir hast du da was anderes erzählt. Ja, weil die... 10-1, 10-3, Take 1. Okay, nach dem Bitte 10 Sekunden tanzen und dann den Plan spielen. Und bitte. Easy. Gleich Akku leer, Speicher voll. So Leute, nächster Tag ist angebrochen. Ich habe endlich meine Vlogkamera. Es tut mir unglaublich leid, dass ich gerade mit dem Handy gevloggt habe und ich check irgendwie nicht. Also es gibt ja voll viele Kanäle, die so nur mit Handy vloggen und ich weiß nicht, was ich falsch mache, weil ich habe ja das iPhone XS. Das ist ja jetzt eins der besseren Handys. Und wieso... Wieso ist alles bei mir nicht so gut aus? Ich hoffe, ihr habt trotzdem einiges gesehen und verstanden und fandet es auch sehr unterhaltsam. Ich werde jetzt heute noch ein paar Sequenzen für euch vloggen, damit es nicht zu lash ist. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu Klassenfahrt und dem Dreh generell oder so, dann schreibt sie mal jetzt gerne in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Dann werde ich jetzt in den Kommentaren aktiv sein, während dieses Video online ist und alles beantworten. Ich bin ja generell in jedem Video eigentlich relativ aktiv, aber dann nehme ich es mir jetzt mal hier vor, weil ich glaube, thematisch passt das ganz gut. Und es kommen ja schon immer einige Fragen zu diesem Format. Schaut mal bitte, ich habe jetzt gerade keine Tapes oder Extensions oder Clips oder was weiß ich drin. Und ich bin gerade so unglaublich zufrieden mit meinen Haaren. Wie gut sind die bitte mittlerweile geworden? Ich kann es echt nicht glauben. Die sind gerade halt frisch gewaschen. Also ich habe sie gerade frisch gewaschen, dann nur geglättet mit meinem Steampot. Das ist auch ein Glätteisen, da kriege ich so viele Fragen zu. Ich kann euch das jetzt nochmal kurz zeigen. Es ist jetzt keine bezahlte Werbung, aber ich zeige euch das mal. Selbst meine Strähnen hier vorne, die mich so aufregen, die werden langsam besser. Und ich glaube, wenn die nicht so allglatt wären, weil ich habe ja früher nie meine Haare glatt getragen, dann würde das gar nicht mehr auffallen und würde einfach aussehen wie eine richtige Frisur. Die Rede ist von diesem Ding hier. Sorry, ist das gerade ein bisschen dirty. Ich werde hier, das ist Nagellack und so, aber na. Das ist dieses Ding hier, da kommt Wasserdampf raus. Das ist halt relativ teuer. Hier füllt man dann Wasser rein. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, also Luisa Creshen hat mir das empfohlen und die Haare müssen eigentlich gar nicht mehr nachgeglättet werden. Also wenn ihr, so wie ich, eure Haare nur einmal die Woche wascht, dann müsst ihr sie auch nur einmal am Anfang der Woche glätten und dann bleiben die glatt. Und das ist halt einfach wirklich eine Revolution für mich, weil normalerweise nach einem Tag oder wenn ich irgendwie im Schlaf geschwitzt habe oder so, haben sich meine Haare am Ansatz immer so richtig gekrisselt und keine Ahnung. Ich hatte das tatsächlich letztens auch, dass es geregnet hat und ich einen Zopf getragen habe. Aber das heißt, hier drauf hat ja komplett alles drauf geregnet und ich hatte dort einfach keine Locken. Ich weiß nicht, wie das passiert. Also ich weiß nicht, wie das geht, aber irgendwie bin ich auf jeden Fall... Es war für mich einfach eine Revolution. Es geht schneller, es bleibt länger glatt, es ist glatter als mit einem anderen Glätteisen. Ich weiß nicht warum. Da kommt Wasserdampf raus, vielleicht hat es irgendwas damit zu tun. Und diese Babyhaare habe ich auf der Seite hier heute ganz gut wegbekommen. Der Setup irgendwie nicht so. Naja. Danke übrigens für mein Feedback von meinem Autoabholvideo. Es hat mich super, super gefreut, dass ihr alle irgendwie so, ihr könnt irgendwie so gut gönnen. Also klar, umso mehr das Video jetzt empfohlen wird, desto mehr kommen halt Leute aufs Video, die mich nicht kennen und so ein bisschen haten, aber es ist ja immer so. Aber ich habe sonst nur positive Nachrichten von meiner Community bekommen, außer halt, dass manche Leute die Automarke gehatet haben, aber da gibt es ja auch immer... Es gibt immer von irgendwas irgendwelche Hater wegen irgendwas. Ist ja genauso wie bei Fußballmannschaften oder so. Niemand. Wirklich niemand. Und dann Sunny Lobes vergleicht Automarken mit Fußballmannschaften. Ich warte jetzt gerade, dass Hendrik und Kai aus meinem Management mich abholen, weil ich heute dem Gewinner einer Verlosung zwei Tickets schenke. Also wir haben uns überlegt, dass es ganz cool wäre, wenn ich die Verlosung persönlich vorbeibringe, weil wir zufällig gesehen haben, dass die Person in Berlin wohnt. Ja, wir besuchen die Person gleich und ich bin voll excited. Also ich habe echt keine Ahnung, wie das wird. Ich habe sowas ja, glaube ich, noch nie gemacht. Gebt dem Video mal einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt, dass ich mal Bestellungen oder sowas. Okay, ich habe gerade keine eigenen Produkte außer mein Merch. Ich weiß nicht ganz genau, wenn ich sowas irgendwie mal öfter machen soll, dass ich euch zu Hause besuche, wenn ihr aus Berlin oder im Umkreis kommt, dann ist das ja für mich nicht so ein mega weiter Weg. Vielleicht auch mal ein bisschen weiter für irgendeinen besonderen Anlass. Schreibt mir gerne auf jeden Fall, was ihr davon haltet und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ich das machen soll. Oder was hältst du von dem Plan? Ich packe jetzt hier gerade schon mal ganz, ganz viele Verlosungspakete für die Weihnachtszeit zusammen. Leute, hier ist wirklich alles voller Kartons, kann ich gerade nicht alles zeigen wegen Addresses und so, aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf sehr viel Verlosungsboxen freuen. Hier sind jetzt schon 1000 Sachen drin, hier sind 1000 Sachen drin, hier habe ich ganz viele Pakete noch und so. Die werden jetzt hier alle aufgeteilt. So Leute, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17 Kartons. Damit dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Danke, dass ihr mich so unterstützt. Ihr könnt euch im Dezember auf so geile Videos freuen. Ich bin gerade die ganze Zeit schon dabei, den Dezember-Content zu planen. Da kommen Daily-Uploads. Also, falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, tut das jetzt sehr gerne. Dann verpasst ihr keins meiner Dezember-Videos. Und in sehr vielen Videos davon wird auch eine Verlosung stattfinden. Also, stay tuned. Ich habe euch ganz verliebt. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.